Alter, verdammt. Hätte ich eigentlich umsetzen können. Egal. Da staubt ja schon wieder so jemand voll. Oh ja, okay. Hätte man eigentlich fahren können. Ja, ich nicht. Bin. Meiner war besser. Ja. Okay. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Luft. Ich muss ja meine Sticker so langsam mal ein bisschen herwerden hier. Ne? Hinterrad schwenkt aus. Die Sticker dürfen ja nicht umsonst drauf sein. Oder auf den Stein. Aber ich will eigentlich nicht. Ich trau dem trockenen Wetter nicht so. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. Scheiße. Ich muss früher. Aber das mit der Platte ist okay. 3 Jahre später. Nee, das funktioniert schon mal nicht. So kriegt man auch Höhenmeter zusammen. Wenn ich jetzt nicht denken machen. Nee. War's das nix. Dann war da nichts heute. Willkommen zurück mit mehr Skill. Das ist versprochen. 150er Herzschlag von dem bisschen gehabt gerade. Ja, ich komme mit dem Hinterrad nicht rum. Ich habe eben gerade gemerkt, dass ich stoße an meinem Hinterrad auch, wenn ich es hochhebe. Dann doch irgendwie über die Steinplatte und dann. Jo. Gerade durch die Kurve. Alter! Ui, die ist auch nice. Die Kurve da oben wäre ich beinahe geradeaus durch. Ja, also ich stand auf der anderen Seite gerade. Ja, ich war auch schon mit dem Vorderrad an der gegenüberliegenden Grasnarbe. Ja. Schon nice. Und jetzt geht's wieder da hinten hin Richtung Jungpfalzhütte.
Puh, das letzte Anstieg. Also erst jetzt noch ein bisschen runter und dann kommt der letzte Anstieg und dann sind wir fertig mit unserer Tour. Dann geht es noch runter Eis essen. Ich bin eigentlich kein Eisesser, Mensch, aber hier in Annweiler gibt es ein saugeiles Eisstudio. Das Eiswerk. Jigge, heute Abend schlaf mal gut. Mit ein bisschen mehr Schwung geht das schon. Jetzt muss ich halt nur auf die Pedale kommen. Ich habe die etwas leichtere Route genommen. Es sind drei Leute runtergefahren, drei verschiedene Lines. Ja? Ja. Das ist wirklich nur runter. Alter, hier ist eine schöne Kante. Wenn es nur runtergehen, mache ich meinen Sattel runter. Nee, wir fahren gleich wieder auf. Ja, nee, Chicke, da ist sie gleich fast weg, wenn wir hochfahren. Zu easy. Viel zu easy. Viel zu easy. Man nie muss man am Lenker weichen. Ja, die sind viel zu einfach, die Serpentinen. Das ist schon ein schönes Stück. Scheiße.
Das tut so weh. Nee. Ja, so. Wie gesagt, ich habe schon mit gerechnet, damit wir hier ein bisschen Probleme haben werden. Weil das wollte ich mir mal angucken, wie das halt ist. Warum machst du das nicht erst mit deinen Wanderern? Weil ich die Richtung gar nicht krieg. Aktuell. Da machst du was falsch. Zum Glück habe ich gerade eine Danke gehört. Der Fahrrad parkt. Ich überlege mir es auch gerade, mir kommt es gerade ein bisschen zu blöd. Okay. Mir kommt es gerade ein bisschen zu blöd. Ja, hier klettern sie halt auch gern. Aber egal, für mich gehört sowas dazu. Man muss auch manchmal zurücknehmen können. Sich zurücknehmen können und halt. Das ist fahrbar, aber da unten sind halt Personen und Material gleich. Das ab hier ist ja fahrbar. Das ist wahrscheinlich auch fahrbar, aber ich wollte es jetzt gerade nicht. Ja, okay. Ja, toller Baum. Schön, wie man sich bei dir anlehnen kann. Nein. Nee. Sterbender Schwan! 1-1-0! Flo liegt! Oh, so was nennt man Waldbaden. Scheiße, ey. Warum? Keine Ahnung, es hat gerade gut gepasst. Ja, Waldbaden nennt man ja sowas, ne? Es soll ja ganz modern sein, habe ich gehört. Super, jetzt habe ich Sand im Handschuh. Warum mache ich so einen Scheiß? Weil es lustig ist. Ach, nix. Okay, eine habe ich hingekriegt, eine war ganz cool. Jawohl, und mit der Waldbadeaktion habe ich auch mein GoPro-Display kaputt gemacht. Jetzt sollte ich mit der wirklich nicht mehr baden gehen.